Wir stehen hier vor einem ganz besonderen Feuerwehrauto der Firma FTM Service GmbH, Marcel Mieker aus Altborg, mit besonderer Technik. Marcel, was kannst du dazu sagen? Ja, also es handelt sich hier um ein TLF 1625. Das ist ein Leihfahrzeug von uns und in der Zusammenarbeit mit der Firma von Seven aus Luckenwalde haben wir das Fahrzeug aufgewertet und haben hier eine moderne Druckluft-Zumischanlage zum Erzeugen von Druckluftschaum eingebaut. Ja, und das Fahrzeug, wozu brauchst du das? Du bist ja keine Feuerwehr im klassischen Sinne. Ja, ein Fahrzeug ist dazu da. Wir haben ja eine Reparaturwerkstatt für Feuerwehrfahrzeuge. Wenn ein Fahrzeug ausfällt, können wir halt dieses Fahrzeug zur Vermietung geben, um dort den örtlichen Brandschutz sicherzustellen. Also live, modernes Leihfahrzeug, Löschfahrzeug. Weil ihr habt ja, glaube ich, auch Leiterwagen bzw. Drehleitern zur Vermietung. Genau. Okay, FTM Service arbeitet zusammen mit OneSeven. Was heißt das überhaupt? Kannst du dazu was sagen? Oder fragen wir lieber gleich den Holger Wilkening von der Firma OneSeven direkt? Also der Name OneSeven ist dadurch entstanden, dass wir bei der Druckluftschaumerzeugung aus einem Tropfen Wasser 7 gleich große und gleichförmige Wasserblasen, Schaumblasen herstellen. Ja, und was macht die Firma OneSeven jetzt direkt damit, außer ihr habt das erfunden, ne? Das Druckluftschaumsystem haben wir nicht erfunden, das ja. Wurde in Deutschland erfunden, aber schon in den 1930er Jahren. Wir stellen Druckluftschaumsysteme her, sowohl für den mobilen als auch für den stationären Brandschutz. Das Fahrzeug ist jetzt ausgerüstet mit einer Anlage, die nennt sich 27001B. Das ist also eine Anlage, mit der pro Minute 2700 Liter Druckluftschaum erzeugt werden können. Und für den Laien, was ist eigentlich der Vorteil gegenüber klassischen Löschfahrzeugen? Also bei der konventionellen Schaumerzeugung wird das Wasser-Schaummittelgemisch am Ende der Schlauchleitung im Strahlrohr verschäumt. Da wird dann die Umgebungsluft im Unterdruckmischverfahren angesaugt. Bei den Druckluftschaumsystemen ist es so, dass es im System, im Fahrzeug eine Mischkammer gibt und dort wird dem Wasser-Schaummittelgemisch Druckluft zugeführt und der Schaum wird dann schon im System erzeugt. Okay, das heißt, es geht eigentlich genauer genommen auch schneller und ist ergiebiger. Vor allem hat der Schaum eine viel bessere Qualität. Die Schaumblasen sind viel homogener und die Schaumstruktur ist viel dichter, was dann eben auch zu einem besseren Löscheffekt führt. Auch wenn das jetzt etwas schlimm aussieht, dass wir hier die Vegetation weiß gemacht haben, es ist flurfreier Schaum, der ist hervorragend biologisch abbaubar und schadet auch nicht der Gesundheit.